Ja, hallo und somit herzlich willkommen zurück bei The Bus Driver. Heute fangen wir mit Stufe 4 an. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal mit der Konferenzfahrt. Sie wurden als Busfahrer für eine Medizinkonferenz eingeteilt. Holen Sie eine Gruppe von Teilnehmern am Airport ab und bringen Sie sie zum Konferenzcenter im Central Business District. Nach der Eröffnungsrede geht es zur Party in den lokalen Yachtclub. Okay. Hört sich auch wieder etwas interessanter an. Mal schauen. Und das wieder bei Winter. Also heißt es, mal wieder etwas mehr aufpassen wegen den rutschigen Straßen. Conference Center Buena Vista Winslay International Airport. Okay. Gut. Also wir jetzt schon wissen, wir dürfen nicht lenken und bremsen gleichzeitig, sonst kommen wir ins Schleudern. Was ja das letzte Mal gar nicht gut herauskam. Den Kurt mitnehmen dürfen wir ruhig. Da sagt niemand was dagegen. Komm schon, werd nicht rot. Ja, klappen können. Schade. Central Business District ist sogar schon angeschrieben. Müssen wir bloß pünktlich ankommen. Aber wenn ich diese Mauer von Bussen sehe, wird das wieder mal gar nichts. Außer wir fahren hier wieder etwas rowdy-mäßig durch die Gegend. Müssen wir wahrscheinlich fast. Und schlängeln uns hier etwas durch den Verkehr. Da hat der Bus plötzlich einfach so nach links gezogen. Sehr komisch, ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Ne, wir sind hier richtig. Fahr mal lieber vorbei.
über eine riesige Brücke. Die habe ich bisher noch gar nicht gesehen. Sieht aber sehr beeindruckend aus. Fast etwas der Golden Gate Bridge. Sind wir sogar jetzt richtig, wenn ich gesehen habe. Deshalb bleiben wir doch einfach mal hier. Auf der linken Spur. Solchen Kurven kann man halt echt nicht rasen mit dem Bus. Danke fürs Warten. Gleich sind wir an der ersten Haltestelle. Und gleich haben wir auch schon wieder keine Zeit mehr. Also sprich, werden wir Verspätung haben. Und ich gebe schon mein Bestes, hier wirklich durchzurasen. Aber selbst das bringt irgendwie nichts. Daher keine Ahnung, wie sie das wirklich hier berechnet haben. Weil da müsste man ja eigentlich über jede Ampel fahren und so weiter. Mit 20 Sekunden Verspätung. Interessant. Haben wir da einfach irgendwie mal so 4 Stunden gewartet? Gut. Weiter geht's bei Nacht. Okay, 2 Minuten haben wir Zeit für 1,2 Meilen. Hört sich auch nicht gerade wieder viel an. Nimm doch die Kurve. Nur geradeaus, okay. Schon.
Urna ist da ganz links. Dann folgen wir doch mal diesem Schild. Und müssen stark abbremsen, ohne irgendwie einen Unfall zu bekommen. Das war wieder mal knapp. War ich jetzt nicht aufmerksam genug? Noch 0,38 Meilen und 30 Sekunden. Wenn die Ampel uns jetzt hier keinen Strich in die Rechnung gemacht hätte, wären wir wahrscheinlich pünktlich gewesen. Aber sieht wahrscheinlich mal wieder nicht so aus. Nee. Schade, schade. Schokolade. Haltestelle Buena Vista Hotel. Bitte aussteigen. Vielen Dank für Ihre Mitfahrt. Befördernde Fahrgäste 40 Bonuspünktlichkeit 44%, Bonusfahren 33 und Strafefahren 3. Also irgendwie einen 100% Run schaffe ich hier fast nie, wie es aussieht. Kann man nichts machen. Linie 32, Westminster Schleife. Linie 32 verkehrt im Zentrum der Old Town und fährt dort alle wichtigen Orte an. Start- und Endhaltestelle ist Westminster. Nutzen Sie die Busspuren, um Verkehrsbehinderungen zu vermeiden. Haltestellen fahren wir heute an. Nice. Fängt ja gut an. Oh Mann. Lass mich raten, die Ampel wird rot. Mit roten Ampeln kann ich hier einfach nicht arbeiten. Das bringt einfach den ganzen Fahrplan hier aus dem Gleichgewicht.
Nottingham. Nächster Halt. Hayton Cross. Ja, nee, komm schon. Das war noch gelb. Jetzt schon 30 Sekunden Verspätung. Läuft ja prima. Und wir das irgendwie aufholen können? Glaube ich nicht. Vor allem nicht mit roten Ampeln. Really? So, da würde ich persönlich jetzt nicht mehr einsteigen, wenn ich das gesehen hätte. Aber gut, muss jeder für sich selber wissen. Und schon wieder eine rote Ampel. Läuft gar nicht gut. Schon wieder eine Minute Verspätung. So, bitte grün werden. Ja, nee, nicht diese Ampel. Meine Ampel. Danke. Ich wollte schon sagen, wenn ich jetzt schnell genug wäre, hätte ich die grüne Ampel noch erwischt. Doch leider war es zu langsam. Wenigstens hier eine grüne Ampel zum Durchziehen. Mhm.
die Minute werden wir leider nicht mehr aufholen, wie es aussieht. Komm schon, diese Ampel sollten wir doch schaffen. Ja, gut. Noch 5 Haltestellen. Wieder nicht aufgepasst. Nächster Halt, Barclay Field. Eine schöne Dampflok. Verspätung. Oder wahrscheinlich dann eher schon 2 Minuten Gesamtverspätung. Wir werden wahrscheinlich die Linie hier abschließen. Corner und dann noch Westminster, welches ja auch unser Startpunkt gewesen ist. Thank you.
come on. Das sieht jetzt gar nicht aus, als ob ich da reinfahren würde. Das war jetzt mies. Naja, gut. Beförderte Fahrgäste, 87. Recht viel. Bonuspünktlichkeit 31%, Bonusfahren 55% und Strafefahren 8%. Gut. War jetzt nicht so meine Meisterleistung. So, und dann geht's gleich weiter mit der nächsten Linie. Ein weiter Weg zur Schule. Manche Kinder haben einen weiten Schulweg. Sie müssen sie in Old Town einsammeln und sie zur Western High School bringen. Die Schule befindet sich an der Grenze zum Central Business District. Die Route ist ziemlich lang und daher ideal, um viele perfekte Meilenboni zu sammeln. Let's go! Sollte ja nicht allzu schwierig sein, da wir bloß 2 Haltestellen haben. 10 Haltestellen haben. Gut, ich habe nichts gesagt. Wofür waren jetzt bitte diese Strafpunkte schon? Nicht in der Spur. Naja. Hab ich eigentlich richtig gemacht, aber okay. Wenn das Spiel meint, das wäre nicht der Fall, dann ja. Ist es halt so. Diese Strecke könnte jetzt etwas dauern. Da es ja wirklich echt lang ist. Nächster Halt, Water Bridge. Jetzt fahren wir also etwas querbeet durch die Stadt, um alle Schulkinder aufzusammeln und sie dann zur Highschool zu fahren. Wahrscheinlich kommen sie zwar wieder zu spät, aber ja. Nicht unbedingt ein Problem. Müssen halt nicht den Schulbus nehmen. Da gab es gleich mal einen Unfall. Sollten besser aufpassen hier. Bleiben gleich hier, da wir nach dem Tunnel links abbiegen müssen. Kann ich in die Wand fahren oder in den Gegenverkehr oder sonst irgendwie was schlecht machen. Die rote Ampel spielt uns jetzt hier gar nicht in die Karten mit der Zeit. Ansonsten wären wir eigentlich überpünktlich gewesen. Aber nun leider doch nicht. Knapp. Fast eine Vollbremsung hingelegt.
Okay, die Ampel ist für uns rot. Jetzt ist sie grün. Volle Pulle voraus. Okay, 10 Sekunden haben wir schon Verspätung. Gleich wird die Ampel rot, ist ja klar. Wie soll es auch anders sein? Nimm die Kurve, komm schon. Sag mal voraus, Pünktlichkeit 10% und irgendwie sollte es ähnliches. Wenn wir jetzt schon 20 Sekunden hinten drin sind, wird es wohl nicht besser werden. Eher nur noch schlechter. Bitte schnell einsteigen, was ich auch begrünt werden würde. Hey, Freundchen. Einfach knallhart vor mir abbiegen. Geradeaus, oder? Ja, gut. Dann können wir hier mit Vollgas durchpreschen, um Zeit aufzuholen. Oder es zumindest zu versuchen. Funktioniert allerdings leider nicht wirklich so. Langsam an die Ampel ran pirschen. So, das wollte ich sagen. Damit wir ja nicht zum Stehen kommen, weil das Zeit kostet. Und keine Zeit verlieren. Noch zwei Haltestellen. Eine Haltestelle wahrscheinlich, um Kinder aufzusammeln, und dann die Endhaltestelle, die Highschool, und noch 0,2 Meilen. Okay, 2 Minuten 30, eine Meile vor uns.
sollten wir hoffentlich irgendwie hinkriegen. Und wenn wir hier etwas rowdy-mäßig durch die Gegend fahren, könnten wir die Verspätung wieder rausholen. Irgendwie. Hoffentlich. Allerdings sind rote Ampeln nicht gerade unser Freund. Das war knapp. Sonst hätte es wieder Strafpunkte gegeben. Komm schon, gib Gummi. Bitte weiter rot. Hey, grün. Gut. Danke. Danke, danke. Und jetzt mit Vollgas vorbei. Okay, wir müssen nach links. Sorry Leute, wir müssen hier irgendwie durch. Sekunden, 0,5 Meilen. Ich sage jetzt einfach mal Meilen dazu. Stimmt wahrscheinlich gar nicht, aber okay. Ja. Zu spät. Werden wir gleich sehen, was die Verspätung ausmacht. Gleich sind wir auch schon am Ziel. Und am Ziel vorbei geprasht. Hat niemand gesehen. So. Western High School. Joa, eine Minute zu spät. Hält sich im Rahmen. Beförderte Fahrgäste, 18, Bonuspünktlichkeit, 68%. Okay, doch nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Bonusfahren, 43. Und Strafe 1. Diese unnötige Strafe am Anfang, von der ich gar keine Ahnung habe, wieso ich die bekommen habe. Aber gut, kann ich jetzt nicht ändern. Ja, gut. Und somit würde ich sagen, das war's für diese Folge von The Bus Driver. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei der Stufe 4. Tschüss!